Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Owen. Owen. Ah, Owen, also. Gut, also wir werden weiter die Leute befragen. Es ist so schön, was wir anhaben. Ja, ne? Das war ihr Dankeschön an dich. You gotta take the third out of your shirt. You gotta take the third. Kind of rap, okay. Okay, nee, gerade nicht. Entschuldigung, aber wir müssen hier Indizien sammeln und die Leute befragen. Und huch! Das Armband ist wertlos, Mademoiselle. Es ist nur aus Kupfer. Condina Draculus. Von dem Bahnhof von Istanbul gekauft. Ja, die schleicht sich an wie ein Schatten. Und dann behalten Sie es. Es tut mir leid, eure Durchlaucht. Ich kann mir vorstellen, wie es Ihnen vorkommen muss. Draculas. Aber ich mache nur, was mir aufgetragen wurde. Ich verspreche Ihnen, ich werde es Ihnen zurückgeben, wenn ich kann. Ah, dann möchten Sie mich jetzt vermutlich verhören. Das ist der korrekte Begriff dafür, glaube ich. Das würde ich sagen. Wenn ich das nämlich zwischen, weiß ich nicht, Rumänien und Russland. Aber jetzt noch. Nicht. Sie so verdächtig wie alle anderen. Halt, Mensch, halt, Volker. Sie können mich schonungslos ins Verhör. Schonungslos sind wir, ja. So fangen viele Bornos an. Ich habe mir Ihren Pass ausgeliehen, Durchlaucht. Das habe ich schon bemerkt. Der entgeht Natalia Dragomirov, die 7 Avenue Kléber, Paris. Sie kehren von Istanbul nach Hause zurück, Madame? Ja, ich habe in der österreichischen Botschaft residiert. Meine Zofe begleitet mich, wie Sie schon auf dem Markt gesehen haben. Das ist wohl richtig. Die haben wir Könnten gesehen. Sie mir in Kürze sagen, was Sie gestern Abend gemacht haben? Nichts einfacher als das. Nach dem Essen hat mir Schmidt meine Zofe vorgelesen. Das wir wurden haben wir unterbrochen, als der Zug plötzlich wegen der Lawine bremsen musste. Dann hat sie mir weiter vorgelesen, bis es schon recht spät war. Können Sie mir sagen, wie spät ungefähr? Keine Ahnung. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, alles, halb zwei. Alles. Halb zwei ist eine verdächtige Uhrzeit, ja. Ist Ihre Zofe schon lange in Ihren Diensten? Ja. 15 Jahre. Ist sie Ihrer Ansicht nach vertrauenswürdig? Nein. Ganz. Nein, auf keinen Fall. Vertraue ich nicht, aber die letzten 15 Jahre habe ich einfach niemand sonst gefunden. Verzeihen Sie mir die persönliche Frage, Madame, aber welche Farbe hat Ihr Morgenmantel? Mein Morgenmantel? Wie indiskret. Er ist aus blauem Satin. Satin. Okay. Ich nehme an, Sie waren schon einmal in Amerika, Madame. Schon oft. Ach. Schon oft. Waren Sie mit einer Familie Armstrong bekannt? Sie sprechen von Menschen, die meine Freunde waren, Mademoiselle. Ach. Sonja Armstrong war mein Patenkind. Ich stand in freundschaftlicher Beziehung zu ihrer Mutter. Ach. Linda Arden war eine der großartigsten Tragödinnen der Welt. Der Welt. In der Rolle der Lady Macbeth. Kein Hiroshima. Als Nora in Nora oder ein Puppenhaus war sie unvergleichlich. Ich habe nicht nur ihre Kunst bewundert, wir waren auch persönlich befreundet. Ist Linda Arden tot? Nein, nein, sie lebt noch. Aber ganz zurückgezogen. Sie ist von zarter Gesundheit und liegt die meiste Zeit auf ihrem Sofa. Ach. Mrs. Armstrong hatte eine Schwester, nicht wahr? Ja, wesentlich jünger als Mrs. Armstrong. Und lebt sie noch? Gewiss. Wo lebt sie? Ich muss mich nach dem Grund für Ihre Fragen erkundigen. Was haben Sie mit dem Mord in diesem Zug zu tun? Eine ganze Menge. Der Tote war für die Entführung und den Tod von Mrs. Armstrongs Kind verantwortlich. Ah, dann ist dieser Mord ein überaus erfreuliches Ereignis. Verzeihen Sie meinen etwas einseitigen Standpunkt. Er ist nur verständlich, Madame. Das ist mein Vampir. Ja. Die jüngere Tochter von Linda Arden, die Schwester von Mrs. Armstrong. Ich habe die jüngere Generation aus den Augen verloren. Ich glaube, sie hat vor einigen Jahren einen Engländer geheiratet, aber im Augenblick fällt mir der Name nicht ein. Mademoiselle, verzeihen Sie, aber der Mann, dem Sie helfen, der die Ermittlung leitet, bisher hat mir niemand seinen Namen gesagt. Er heißt Hercule Poirot, Madame. Poirot, aber natürlich. So er kam mir doch gleich so bekannt vor. Poirot in diesem Zug, das ist Vorsehen. Ach was. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Okay.
das war's. Falls mir der Name des Engländers wieder einfällt, den Lindas andere Tochter geheiratet hat, werde ich sie unverzüglich davon in Kenntnis setzen. Das ist furchtbar nett, Madame. Ich bedanke mich in Prinzipanische Art. Der Graf. Ist er dort? Nein, ist er nicht. Und die Gräfin? Ist sie dort? Nein, ist sie nicht. Habe ich hier eigentlich alles durchsucht? Eine gute Idee, aber Fehlanzeige. Habe ich nicht. Habe ich nicht, habe ich nicht. Also werde ich vielleicht auch das Gepäck des Grafen durchsuchen. Und? Hier ist nichts zu finden. Oh, das gab es noch nie, dass es nicht zu finden war. Ja, das ist recht ungewöhnlich, muss ich sagen. Oh, ja. Gut, okay, das hätten wir. Dann haben wir noch Mrs. Hubbard. Oder Miss? Kratzbürstig ist sie ja. Ich habe es bereits gründlich durchsucht. Gemacht. Und ist sie hier? Ja. Na, das wurde aber auch meine Zeit, muss ich Güte. Schon sagen. Da habe sie ich Informationen, die ja, so unglaublich würden. Und dann brauchen sie stundenlang, bis sie zu mir kommen. Also, sie assistieren doch diesem berühmten Detektiv oder klar, was immer er ist. Was auch immer er ist. Ja, Madame, ich habe die Ehre. Ich hätte erwartet, dass sie schneller also, sind. Weißt du. In Amerika hätte die Polizei den Schuldigen aufgrund meiner Hinweise längst verhaftet. Ja, ja, ja. Dann lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Darf ich bitte Ihren Pass haben? Meinen Pass? Ja. Was wollen Sie denn damit? Ich bin nicht die Mörderin, sondern die Zeugin. Was ist bloß los mit den Leuten in diesem Land? Meine Güte. Wir befinden uns in Jugoslawien, Madame. Ich bin Französin. Habe ich doch gesagt. Hä? Ihren Pass. Danke. Sie sind Caroline Martha Hubbard aus Great Neck, Long Island, richtig? Das steht doch da, oder nicht? Ja. Hol dich doch mal. Sie reisen nach Paris zu Ihrer Tochter? Ja, und übermorgen soll ich mit dem Schiff nach Hause. Aber wie ich das schaffen soll, wenn ich hier festsitze, weiß ich auch nicht. Haben Sie irgendwelche Geräusche in Monsieur Ratchets Abteil gehört? Nun ja, etwas eher am Abend hatte ich diese schwedische Dame, Mrs. Olsen, um ein Mittel gegen meine Kopfschmerzen gebeten. Sie ist Krankenschwester, wissen Sie? Ja, ich weiß. Das arme Ding. Auf der Suche nach meinem Abteil hat sie versehentlich die Tür zum Abteil von Mr. Ratchett geöffnet. Das war die, ja. Er hat gelacht und ihr etwas Uncharmantes gesagt. Aber ich habe nicht genau verstanden, was. Darauf sagte sie, oh, ich mache Fehler. Ich schäme mich für Fehler. Dann hat er wieder gelacht und gesagt, sie sei ihm zu alt. Also sowas. Mein Gott. Mein verstorbener Gatte und ich haben bis zu seinem Ende das Eheglück genossen. Glaube ich nicht. Sonst noch etwas? Danach hörte ich nur Schnarchen. Klang wie der Motor eines startenden Flugzeuges. Ah, ja. Welche Farbe hat Ihr Morgenmantel? Was für eine komische Frage. Ich besitze zwei Morgenmäntel, wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Einen aus rosa Baumwolle, der sehr bequem ist für die Überfahrt. Und einen lila Seidenfummel, den mir mein verstorbener Gatte Mr. Hubbard geschenkt hat. Aber warum in aller Welt wollen Sie das wissen? Jemand in einem roten Morgenmantel wurde beobachtet, wie er entweder aus Ihrem oder aus Monsieur Ratchets Abteil trat. Es ist manchmal etwas schwierig, die Türen auseinanderzuhalten, wenn alle zu sind. Also meine war es nicht. Dann muss es Monsieur Ratchets gewesen sein. Ja. Das überrascht mich kein bisschen. Ich meine auch, eine Stimme da drin gehört zu haben. Ja, jetzt plötzlich. Ja, jetzt ganz plötzlich. War es eine Frauenstimme, die aus Monsieur Ratchets Abteil drang? Ich glaube, ja. Haben Sie verstanden, was gesagt wurde? Gib's mir. Ja, ich habe natürlich nicht mit einem Glas an der Verbindungstür. Aha, wer macht denn sowas? Keiner macht das nicht. Wann haben Sie diese Stimme gehört? Keine Ahnung. Irgendwann, nachdem das Schnarchen aufgehört hatte. War es bevor oder nachdem der Zug zum Stehen kam? Danach. Nachdem der Mann in meinem Abteil war, nachdem sie mich immer noch nicht gefragt haben. Ich bin aufgewacht, habe die Stimme gehört und das war's auch schon. Erzählen Sie mir von dem Mann in Ihrem Abteil. Na endlich. Nichts gegen Sie, Süße, aber Ihr Ausländer macht fast alles rückwärts. Wie ist die Ausländerin? Der Mann. Ja. Also, ich lag im Bett. Wachte auf. Es war dunkel und ich spürte und ich wusste, dass da ein Mann war. Moment, wie spürt man jetzt keine Mimik, ich lasse es so stehen. Nein, in meinem Abteil. Vor lauter Angst konnte ich gar nicht aufschreien. Ich lag einfach nur da und dachte, oh mein Gott, ich werde von irgendeinem Ausländer umgebracht. Diese scheußlichen Züge.
Ich lag einfach nur mit geschlossenen Augen da und dachte an Amerika. Oh mein Gott. Irgendwie kam ich wieder zur Besinnung und tastete nach... Ach. Ja? Nach der Klingel. Ich drückte und drückte, aber niemand kam. Ich dachte, oh mein Gott, wenn sie schon alle im Zug umgebracht haben. Ich klingelte immer weiter und endlich hörte ich Schritte auf dem Gang. Ich warf meinen Morgenmantel über, den rosafarbenen. Aha. Ich rief herein, knipste das Licht an und stellen Sie sich vor, es war niemand da. Öffnete Pierre die Tür und trat ein? Ja, so lange wie er gebraucht hat, muss er mit dem Hundeschlitten gekommen sein. Er glaubte offenbar, ich hätte das alles nur geträumt. Ich sage Ihnen ein für alle Mal, ich hab's mir nicht eingebildet. Hat Pierre Ihr Abteil durchsucht? Ja, sogar unter dem Stuhl, obwohl er behauptete, darunter sei kein Platz, um sich zu verstecken. Ich bat ihn, die Verbindungstür zu überprüfen. Ja. War sie verriegelt? Nein, aber ich weiß, dass sie es zuvor gewesen ist, weil ich die schwedische Dame gebeten habe, es zu überprüfen, als sie mir das Kopfschmerzmittel brachte. Mhm. Ging eine der beiden Türen auf oder zu, bevor Pierre kam? Süße, ich hatte die Augen so fest zusammengekniffen, ich konnte gar nichts sehen. Und bei all dem Geklingel hätte der Eindringling ein Loch in die Wand sprengen können. Ich hätte es nicht gehört. Erinnern Sie sich an den Entführungsfall Armstrong? Was? Und das war jetzt ein Sprung. Wie dieser Schuft so einfach ungeschoren davonkommen konnte, werde ich nie begreifen. Ich hätte ihn am liebsten selbst in die Finger gekriegt. Das hätten Sie gekonnt, Madame, als die Verbindungstür entriegelt wurde. Wollen Sie etwa damit sagen, Ratchet war es? Ja, sein richtiger Name war Cassetti. Na sowas, wenn ich das meiner Tochter erzähle. Kannten Sie die Familie Armstrong? Naja, sie kamen zwar aus New York, aber nein, sie verkehrten nur in höheren Kreisen. Mhm. Doch Mrs. Armstrong soll eine wunderbare Frau gewesen sein und ihr Mann ein liebevoller Kerl. Es war alles furchtbar traurig. Ich würde gern den Griff der Verbindungstür nach Fingerabdrücken absuchen. Na, Sie sind vielleicht einfallsreich. Nur zu, Süße. Suchen Sie das ganze Abteil ab. Ich brauche jetzt erstmal einen Drink. Mhm. Auf Wiedersehen. Mrs. Hubbard, warten Sie. Sie haben das hier fallen lassen. Das gehört mir nicht. Ich dachte, da es die Initiale H trägt. Ich habe meins hier. Aha. Sehen Sie, darauf steht CMH. Und es ist aus handfestem Tuch. Nicht so ein zartes Pariser Batistzeug. Was nützt einem ein Taschentuch, in das man sich nicht schneuzen kann? Verstehe. Tja, dann. Aber wir wissen immer noch nicht genau, wie man Fingerabdrucke macht, oder? Nee, also wir haben Pulver da, aber ich glaube, wir haben noch nichts, um das aufzutragen. Ja. Ratchet, naja, Ratchet kennen wir ja, ne? Den können wir nicht mehr befragen. Ich glaube, der ist gestorben. Ja, ich glaube, der ist, ja. Ja, ja. Ne? Also hier sehen wir jetzt auch nichts weiter. Gut, Poirot kennen wir auch. Haben wir denn da die Greta schon befragt eigentlich? Ah, da ist sie. Hallo Fräulein, es sieht nach Schneefall aus, ich glaube. Was? Greta, Sie wissen, dass Monsieur Poirot mich gebeten hat, ihm bei der Aufklärung des Mordes behilflich zu sein. Ja, ich habe gehört davon. Macht Sie das zufrieden? Sehr. Werden Sie mir helfen? Ich werde es versuchen. Mhm. Darf ich bitte Ihren Pass haben? Da ist er. Greta Sigrid Olsen, 49, aus Schöner Name. Mhm. Ich arbeite heute als Krankenschwester an der Missionarsschule von Gemlik und ich bin nicht mehr oft in Schweden. Mhm. So. Haben Sie Mrs. Hubbard gestern Abend ein Mittel gegen Ihre Kopfschmerzen gegeben? Ja, die arme Dame hatte Schmerzen im Kopf. Ich krieg auch langsam Schmerzen im Kopf. Das weiß ich nicht genau. Okay. Haben Sie das Abteil noch einmal verlassen, nachdem Sie Monsieur Poirot geholfen hatten? Sein Knöchel ist nicht so schlimm verletzt. Ich habe ihn heute Morgen noch einmal angesehen. Meine kleinen Kinder sind tapfer. Sie haben noch Monsieur Poirot gesehen. Ich bin ein paar Mal aufgewacht, natürlich. Aber nur, weil sie immer aus der Tür geguckt und aus dem Abteil gegangen sind. Nicht ich. So. Und danach? Als sie endlich Ruhe gegeben haben. Nein, da war ich zu müde. Habe ich geschlafen. Sie merken doch, wenn ich Abteil verlasse?
Da bin ich mir nicht sicher. Sie haben ja das untere Bett. Hm. Ich habe geschlafen bis morgens. So tief, dass ich nicht gemerkt hätte, ob Sie wieder hinausgehen. Ich habe jedenfalls geschlafen. Ach so. Sie tragen einen braunen Morgenmantel, stimmt's? Ja, Sie haben es ja gesehen. Sehr bequem. Aus Schafswolle. Haben Sie jemanden im Gang gesehen, als Sie Mrs. Hubbard das Medikament brachten? Im Gang nicht? Nein. Sonst irgendwo? Ich habe aus Versehen die Tür von dem toten Mann geöffnet. Mr. Richard. Es war mir sehr peinlich. Worüber haben Sie mit Mrs. Hubbard gesprochen? Ihr Kopfschmerz. Er fängt hinten an und geht dann nach vorn bis hinter die Augen und... Sonst noch was? Sie fragt mich, ob die Tür zwischen Ihrem Abteil und dem von Mr. Ratchet verschlossen ist. Ich sehe für Sie nach. Und? Sie war verschlossen. So. Haben Sie ihn denn gesehen? Ja, er war im Bett und las ein Buch. Hat er Sie angesprochen? Er lachte. Er hat mich eingeladen. Ich möchte das nicht wiederholen. Es errötete meine Wangen. Ich ziehe mich natürlich sofort zurück und sehe nach Mrs. Hubbard. Das heißt, Sie waren die Letzte, die Monsieur Ratchet lebend gesehen hat. Ich werde verdächtigt. Von den vielen Leuten im Zug werde ausgerechnet ich verdächtigt? Waren Sie je in Amerika? Nein, einmal beinahe. Ich sollte eine behinderte Dame begleiten, aber daraus wurde nichts. Sehr schade. Die Amerikaner sind gute Menschen. Sie geben viel Geld für Schulen und Krankenhäuser aus. Sie sind sehr praktisch veranlagt. Haben Sie je von dem Entführungsfall Armstrong gehört? Nein. Was ist das? Ein kleines Mädchen wurde entführt und ermordet. Seine Mutter erwartete ein Kind. Beide sind bei der Geburt gestorben. Eine Hausangestellte brachte sich um. Mr. Ratchet war der Mann, der hinter der Entführung steckte. Dass es so böse Menschen auf der Welt gibt. Da möchte man an Gott zweifeln. Die arme Mutter. Ich fühle mit ihr. Das wäre vorläufig alles, Mademoiselle Olsen. Was liegt denn hier? Okay. Was ist das? Gretas Bibel. Dream. Ziemlich abgegriffen. Ah, da kannst du das, diese Passage lesen, oder? Ja, die relevanten Passagen in mein Tagebuch gelegt. Ja, tatsächlich. Okay. Diese Matthäus 4,40 oder was? Richtig. Warte mal, wo haben wir es denn? Auf den Hut. Wie Ach so. Gut. Ja, okay. Was? Hä? Also, welche Passage? Bibelpassage. Hier, ja. Ja, aber du musst im Buch in den Hut gucken. Oder weißt du noch? 13, Vers 18. Hier ist Weisheit. Wer Einsicht hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Ah ja, das ist ja auch interessant. Danke. Das ist der Hut des Teufels. Ja, genau. Biegbar zu sein, aber mit bloßen Händen schaffe ich das nicht. Vielleicht mit der Zange? Brauchen wir das vielleicht irgendwie? Stimmt, du hast auch zwei Drähte. Irgendwas machst du bestimmt damit. Ja. Das Kupferarmband ist jetzt gerade, aber mit einem gebogenen Ende. Stimmt, irgendwie ein Haken, eine Angel. Ach, was weiß ich. Genau, einen Moment. Haben wir schon alle Koffer durchwühlt? Ich brauche im Moment nichts weiter. Okay. Aha. In ihrer Gegenwart mal eben. Regardez, mademoiselle. Oh, eine Postkarte. Da werde ich nichts weiter finden. Gut, alles klar. Also, das schauen wir uns auch mal eben an. Eine Postkarte aus Amerika von Coney Island, um genau zu sein. Okay, das sieht wie Gretas Handschrift aus. Das steht zur Erinnerung an einen letzten glücklichen Tag am Meer. Helena ist mit der Achterbahn gefahren, aber ich traute mich nicht. Aha, komisch. Okay, vielleicht sprechen wir sie kurz. Ich weiß nichts. Aha. Aber wenn sie später... Okay, dazu möchte sie nichts sagen. Dann also nicht. Gehen wir mal nach nebenan. Ah, gibt's eigentlich hier nicht? Hier ist nichts von Interesse. Hier ist nichts von Interesse. Ja, durchaus. Im einen Schränkchen haben wir ja schließlich auch die Zange gefunden. Ja, Mademoiselle.
Nächste Fräulein Person. Schmidt, ich helfe Monsieur Poirot bei seinen Ermittlungen zum Tod von Mr. Ratchet. Würden Sie mich dabei unterstützen? Wenn es mir möglich ist. Ja, da bitte ich drum. Darf ich Ihren Pass haben? Ja, hier ist er. Danke sehr. Sie heißen Hildegard Schmidt, sind 43 Jahre alt und wohnen in St. Petersburg, wo ich Madame La Princesse zu dir habe. Ja. Bisschen schon. Oh mein Gott. Ja. Was haben Sie gestern Abend nach dem Essen unternommen? Unternommen habe ich nicht viel. Ich habe der Fürstin aus Black House von Charles Dickens vorgelesen, bis der Zug plötzlich stehen blieb und uns unterbrochen hat. Zum Glück ist der Fürstin nichts zugestoßen. Dann las ich ihr weiter vor. Ich kann nicht besonders gut vorlesen, aber ihre Durchlaucht meint, das sei umso besser. Dadurch würde sie schneller einschlafen. Ah, ja. Als sie schläfrig wurde, sagte sie, ich solle gehen. Ich kehrte ins Abteil zurück, das ich mit Fräulein Debenham teile. Wann war das? Es war schon sehr spät. Halb zwei oder noch später. Oha. Erzählen Sie mir von Mary Debenham. Sie ist eine sehr angenehme junge Dame. Sie schlief schon, als ich von der Fürstin zurückkam. Welche Farbe hat der Morgenmantel von Mademoiselle Debenham? Er ist blasslila. Das, was die Engländer Mauve nennen, soviel ich weiß. Hat Miss Debenham gestern Nacht das Abteil verlassen? Nicht während ich da war. Ich habe einen leichten Schlaf, Fräulein. Manchmal verlangt ihre Durchlaucht nachts meine Aufwartung. Waren Sie je in Amerika? Nein, noch nie. Aber ich würde gern einmal dorthin. Wissen Sie, wer dieser Mr. Ratchet in Wirklichkeit war? War er nicht Ratchet? Sein Name war Cassetti. Er war für den Tod eines kleinen Mädchens namens Daisy Armstrong verantwortlich. Lieber Gott, davon habe ich gehört. Die Entführung. So etwas Abscheuliches. Furchtbar. Furchtbar. Ist das Ihr Taschentuch, Fräulein Schmidt? Nein, mir gehört es nicht. Darauf ist ein Haar, sehen Sie? Ja, aber das ist das Taschentuch einer Dame. Sehr teurer Batist. Handgestickt. Aus Paris, würde ich sagen. Haben Sie jemanden gesehen, als Sie zu Ihrem Abteil zurückgekehrt sind? Nur einen Schaffner. Saß er am Ende des Gangs? Nein, Fräulein, er kam aus einem der mittleren Abteile. Oh. Zwei oder drei Türen weiter als Madame la Princesse. Oh. War es das Abteil von Mrs. Hubbard? Möglich wäre es. Den Knopf gefunden. Aber ich habe ihn herauskommen sehen und Sie waren da nicht auf dem Gang. Doch, das war ich. Er hat mich fast umgerannt, sich entschuldigt und ist dann in Richtung Salonwagen davongeeilt. Irgendjemand läutete nach ihm, aber ich glaube, er hat nicht darauf reagiert. Dann läutete jemand? Ja, immer und immer wieder. War Pierre der Schaffner? Nein. Unser üblicher Schaffner? Nein, Fräulein. Was? Wie sah er denn aus? Klein, von dunklem Teint. Er trug einen kleinen Schnauzer. Er sagte, pardon, mit einer sehr hohen Stimme, noch höher als meine. Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Au revoir, Mademoiselle. Seltsame Was Geschichte. Mit dem Pass, genau. Ja, den Pass haben wir, aber... Ah, das ist jetzt von Mary, denn, ja. Von der anderen, von der Mitbewohnerin. Okay. Alles klar. Alles sehr seltsam. McQueen. Lightning McQueen. Der ist bestimmt schon davon. Oh, was ist das denn hier? Das werde ich in mein Tagebuch legen und es mir später genauer ansehen. Okay. Ich guck mal gerade ins Tagebuch. Okay, das haben wir. Dokumente. Zerrissener Brief hatten wir. Was? Achso. Welches Brief? Geschwätziger Brief. Drohbrief, genau. Hast du gedacht, du kannst uns übers Ohr hauen und ungestraft davon kommen? Falsch gedacht. Wir sind hinter dir her, Ratchet, und wir werden dich kriegen. Ein zweites Drohbrief gibt's auch. Da ist nichts weiter zu sehen. Ach so, Moment. Zweiter Drohbrief, ja, tatsächlich. Wir machen mit dir eine kleine Reise, Ratchet, schon bald. Wir kriegen dich, kapiert. Oh nein. Voll gemein. Ja, okay. Ich muss mal erst hier aus dem Menü rausgehen. Moment. Hier wollte ich eigentlich hin. Aber bevor wir mit ihm sprechen, speichern wir uns in der nächsten Folge.